So, und willkommen zur 10. und damit letzten Folge für diese Session. Das war das falsche Passwort. Also ich möchte jetzt mal ganz klar dafür zu protestieren, dass wir die Kohlekraftwerke erhalten, weil sonst verliere ich hier unten meine Arbeit. Wir brauchen mehr Grobstaub. Ja, ne? Ich meine, guck euch doch mal um, hier sind überall schöne Wiesen, das sieht doch so nicht gut aus. Wir brauchen definitiv mehr. Halleluja! Filtertechnik. Ich habe eine Wand gefunden, wo ich vielleicht rüberspringen kann. Du hast eine was gefunden, wo du rüberspringen kannst? Eine Wand. Ich habe eine Wand dieser Höhle gefunden. Boah. Jetzt weiß ich aber schon gar nicht mehr, wo die Leitern aufhören. So, ich habe eine Axt, ich sehe Bäume. Mein Schicksal ist besiedelt. Bäume, ich komme. Glücklicherweise ist das Dorf sehr klein und sehr nah am Ausstieg der Leiter, sodass ich, wenn ich mich nach oben orientiere, genau unter euch nach dem hellen Licht suchen müsste. Ja. Und da ist noch ein Problem. Ich werde mir wohl die Position aufschreiben müssen, weil wenn ich jetzt nach oben zurückkehre, weil ich absolut voll bin mit Sachen, dann weiß ich aber nicht mehr, welcher Tunnel mich da an die Wand führt. Ja gut. Also ich habe es früher mal so gemacht, ich habe in-game diese Bücher verwendet und da haben wir immer Koordinaten reingeschrieben. Ich kann nicht schreiben. Es ist nur eine kleine Spalte hier. Wo ist die Höhle? Obsidian und Gold gedroppt. Ja, ein Obsidian ist tatsächlich etwas useless, außer man möchte ein Haus draus bauen. Ansonsten wüsste ich hier bei meinem Test eigentlich nicht, wofür man so Obsidian verwenden sollte. Siehst du, was wir mal anbauen könnten auf den Feldern, wäre mal ein bisschen Baumwolle, damit wir uns endlich mal ein paar Rucksäcke bauen können. Gerade wenn ich hier Bäume... Miesefund, Miesefund. Yay! Aber gerade wenn ich hier Bäume fälle, dann ja, ist das schon teilweise vorteilhaft, weil die ganzen Blätter hier immer mein Inventar spammen. Und ich als so ein kleiner Messi möchte solche Sachen auch immer ungern wegwerfen. Ja, bin ich auch so. Und mir tut's eine Seele weh, wenn ich hier Cobblestone in den Trash werfen muss, aber ich bin voll. Ja. Dann schreibe ich am besten mal direkt wegen an.
Okay, ich habe Coton komplett falsch geschrieben. Oh mein Gott, bin ich ein Dödel. Wieso was denn? Ich habe 4 große Bags dabei, hab das ganz vergessen. Stimmt, irgendjemand hatte gleich in der allerersten Folge damit angegeben, dass er bereits ein bisschen sich eingespielt hat und ja, hoffenweise Backpacks dabei hat. Da war ja was. Ja, aber der Neubau der Siedlung war dann so für mich gedacht, dass man wirklich von Null anfängt. Also habe ich das ganze Zeug nicht genutzt. Ja, das habe ich ja eben. Deswegen nutze ich ja hier auch immer ein neues Konto extra für die Let's Plays. Weil eben bei einem Let's Play fange ich auch immer lieber von Null an. Ist dann erstens für die Zuschauer angenehmer. Ja, auch spannender für die Zuschauer, ja, eben. Eben. So, ich denke, ich habe genug Holz. 2 Stacks sollten erstmal reichen. Also ich kann hier unten eine Kolonie gründen mit dem Zeug, was da drin in den Taschen lagert. Du merkst ja auch witzig. Fragt erst, wo die Baumwollsamen ist und noch bevor man antworten kann, geht er auf. Dragon, bring doch bitte mal den Müll runter aus dem Hintergrund. Nee, das hat einen ernsten Hintergrund. Ich habe mal einen Bericht von einer Psychologin gelesen und der hat mich also auch etwas berührt, weil er wahr ist. Wenn jemand auf dem Fußballfeld ist, der Junge spielt Fußball für eine Stunde, kommt nach Hause, dann wird die Mutter ihn ja auch nicht vom Fußballfeld holen, um den Müll runterzubringen. Aber mit dem Spielen zu Hause hat sich das geändert. Ja, da ist wohl was dran. Ich gehe plötzlich so leicht. Ich habe auch sowieso mal überlegt, ob ich das, weil wie gesagt, ich persönlich, ich bin halt unglaublich gerne so ein richtiger Survival-Gamer und versuche immer Spiele so realistisch wie möglich zu spielen. Und da habe ich auch mal überlegt, ob ich für meinen Test so eine Mod entwickle, um halt das Inventar stark einzugrenzen, sodass es halt realistischer ist. Aber da habe ich mir so überlegt, um es realistisch zu machen. Ich meine, alleine ein einziger Block Kobbel ist ja laut meinen Testverhältnisse einmal ein Meter. Heißt also, alleine wenn man schon einen Cobblestone-Block tragen könnte, müsste das Inventar damit schon mehr als voll sein. Es geht also einfach gar nicht. In dem Sinne. Karre für. Weil gerade, wenn man denn so viel Backpacks hat, dann kann man echt eine ganze Menge mit sich rumschleppen. Ich verschwinde jetzt wieder im Berg. Kleine Spalte, leer gefegt von allen Ohren, wenn nicht ganz. Bye bye. Vor allem muss doch meine Leiter suchen. Okay. Wo ist überhaupt? Achso, dann. Es gibt ja auch für meinen Test so eine Mod, da kannst du praktisch Kisten bauen, die du dann gefüllterweise in andere Kisten reinbauen kannst. Und kannst damit praktisch so ein, ja, Matroschka- oder Containersystem aufbauen. Dingtron. Glaube, so hieß die, ja, genau. Ja, mit dem Dingtron, da gibt es einen Krater. Da kannst du die ganze Maschine, auch wenn sie 100 mal 30 Nodes lang und hoch ist, wie wir schon gebaut haben, kannst du einpacken und einfach mitnehmen. Ah. Und wenn du denn davon einfach mal dein ganzes Inventar voll hast und dann Kisten in Kisten hast, ich glaube mal, das wird dann langsam doch schon ganz schön ja, abstrakt. Vor allem dann auch noch den Überblick behalten. Ich meine, bei der Mod, wo ich mich dran erinnere, da hattest du mehrere Farben, heißt also, du konntest die halt verschiedenfarbige Kisten bauen und damit dann über ein bisschen Überblick behalten, indem du gesagt hast, okay, die Kisten, wo alles Essen drin ist, sind jetzt rot und Stein ist jetzt blau und damit hast du halt, weißt du schon mal, wo du suchen musst. Aber trotzdem, wenn du dann halt 80 Kisten ineinander verschachtelt hast, da dann noch den Überblick zu haben, stelle ich mir echt schwer vor. Das sind die Wohnungen, die sie dann teilweise in den Reportagen zeigen.
genannt Messi. Ey, wobei ja zwischen Messi und Messi ist ja immer noch so ein kleiner Unterschied, weil ich meine, ich persönlich würde mich auch schon als Messi bezeichnen, weil ich auch ungerne Sachen einfach wegwerfe. Aber eben, bei mir ist es halt nicht so, dass ich halt wirklich einfach alles sammle, was irgendwie anfällt, sondern klar, Müll wird natürlich auch bei mir weggeworfen und sowas, ganz, ganz logisch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen alten Rechner habe, den ich ausschlachte, und da habe ich eine Grafikkarte, eine PCI-Grafikkarte, die liegt bei mir immer noch rum, weil die funktioniert halt noch und ja, ist halt schön, wenn man halt mal Bastelrechner aufbaut. Und so, deswegen, also, ich glaube mal, zwischen Messi und Messi gibt es immer noch so kleine Unterschiede. Ja, komm ich mal besuchen, dann wirst du das wohl wiedererkennen, größtenteils. Flugkosten, ja, wenn man gut dran ist, 600 bis 800 Euro. Besser 11 Stunden im Flieger. Besser als nach Japan, da sollen die Flugkosten alleine fast 2000 Euro betragen. Also beim Tunnelgraben zeigen sich erstaunliche neue Probleme auf. Okay. Ich will damit schon mal andeuten, dass also dieses Erreichen der Bodenzone wohl nicht in Folge 3 geschehen wird. Erreichen der Bodenzone? So eine Bodenzone an sich gibt es ja eigentlich in dem Sinne nicht wirklich. Das ist das Ende der Welt. Siehst du, das ist auch mal so eine geile Sache. Exkursion auf Höhe minus 30.000. Mal gucken, wie viele Folgen wir dafür brauchen würden. Alleine die Folge, wie wir die hinabsteigen, wird schon ziemlich viele Videos in Anspruch nehmen. Ja, oder machen wir da einen Zeitsprung? Ich habe mal auf einem privaten Testserver habe ich mal mit World Edit wirklich so einen Schacht, also da habe ich mich halt zu 000 teleportiert und dann zu 0-30.000 teleportiert, bin ein bisschen gelaufen, hatte gesagt, alles markieren und löschen, hatte wirklich mal so einen Schacht und alleine das Runterfallen dauert ewig, weil er einfach so schnell fällt, dass die Welt nicht schnell genug nachlädt und man immer wieder stecken bleibt, praktisch in der Luft. Und wie gesagt, alleine das Runterfallen dauert über eine Viertelstunde. Also das habe ich ja. Wir haben solche Schächte auf Live-Servern und wir haben das Fallen gemacht. Mit meinem Server bin ich in der Lage, ruckelfrei runterzukommen. Jetzt bin ich neidisch. Ey, du musst mal gucken, ein bisschen rumspielen am System Linux, ne? Guck mal da die Cache-Werte an und den Sweppiness runter. Ich habe ja auch Videos, du musst mal gucken nach dem Video, da habe ich im Schnellflug 14 Kilometer Tunnel durchflogen, es ruckelt nicht und ich habe davor den Server erst hochgefahren. Ja, nur der Testserver, der lief bei mir damals, oder der läuft ja immer noch, bei mir auf dem Raspberry Pi. Und mit 256 Megabyte, da bringt Sweppiness daran drin auch nicht allzu viel, wenn er halt einfach nicht mehr Arbeitsplätze hat in dem Moment. Das würde ich nicht mehr einen Server nennen. Ja, wobei, ich muss sagen, selbst mit wie gesagt, ist ja so Bastel-Server, da experimentiere ich ein bisschen rum. Und selbst mit Eternal, also so der Server, selbst so wie der, auf dem wir jetzt gerade spielen, genauso gleich konfiguriert, läuft auf dem Raspberry Pi als Test-Session. Und das läuft tatsächlich erstaunlich gut. Ich meine, gut, da spiele ich natürlich auch alleine drauf. Wenn da jetzt 10 Spieler drauf sein würden, würde er definitiv die Kritik hochgeben, ist klar. Ich glaube mal, selbst bei 2 Spielern funktioniert es schon nicht mehr. Aber so mit einem Spieler alleine funktioniert relativ gut. Solange du jetzt nicht die ganze Zeit rumrennst in neue Biome, die er dann nachgenerieren muss, da ist auch immer ewig Ladezeiten. Von daher kann man das so für einen privaten Server, eben so innerhalb der Familie, wenn man da
nicht allzu viel mit Mods arbeitet oder ähnliches, durchaus schon brauchbar. Kann man machen. Was ist passiert? Was ist geschehen? Habe ich so viel gequatscht? Ich habe die Höhle erreicht. Ich habe die Höhle erreicht. Yay! Yeah. Wiedersehen nach einigen Jahren. Ich leide an Klaustrophobie. Nee, das kann nicht wahr sein. Ich hänge schon wieder beim Abgrund fest. Was ist denn das für eine Höhle? Eine höhlisch gute Höhle. Badumt. Diese Höhle ist die Hölle für mich. Oh Gott. Yay. Niveau. Ist ja schon alles ausgehöhlt. Ich habe noch nie gebraucht, den Grund zu erreichen. Ich hätte Wasser mitnehmen sollen. Moment, Bex. Wow. Oh Mist, ich sehe gerade, die Eisen-Erweiterungen, also diese Upgrades, die bringen gerade mal das Doppelte. Lass mal gucken. Gold bringt gerade mal das Dreifache. Ey, da brauchen wir echt die Diamantendinger, aber die kosten so extrem viel. Ist ein Bullshit. Oh. Okay. Siehst du, so ein Dwarver-Controller könnten wir auch mal machen, so eine Schubfachsteuerung. Ich bin jetzt einfach runtergesprungen. Und Flerzen hast du noch? Jetzt, nachdem ich die Spinne auch noch bearbeitet hatte im Dunkeln, 8. Oh jo. Das kann man ja noch machen. Ich fühle Freiheit. Gut, okay, man kann ja diese Upgrades kann man ja stacken, kann man bis zu 5 Stück reinmachen. Ich mache einfach mal testenshalber bei dem Dwarver, wo hier die ganzen, also das normale Holz drin ist, die normalen Blätter und die normalen Saplings. Da mache ich jetzt einfach mal ein paar Upgrades rein, weil davon haben wir definitiv am meisten. Und da gucken wir mal, wie weit das ungefähr so reicht. Nanu? Ach lol, man kann diese Upgrades gar nicht im Inventar stacken. Ist ja lame. So, okay, dann knallen wir dich rein. Okay, Umschaltklicken geht auch nicht. Also alle einzeln rein platzieren. So, okay, jetzt sollten wir hier den 6-fachen Platz drin haben. Ja, perfekt. Gut. Können wir mal die ganzen Blätter rein, die ich hier im Inventar rumflattern habe. Holz kann auch gleich rein. So, na komm. Geht doch. Könnt ihr mir da oben einen Gefallen tun und mir die Koordinaten von dem Leitereinstieg geben? Warte mal ganz kurz. Ach, die Nungstück ist ja. Ich geh schon hin, ich guck mal. So, minus 12. -134. Minus 12 ist angekommen, den Rest hast du abgeschnitten. Also, minus 12,8. 0,7. Lass die Komma weg und nur die erste und letzte. Also, erste 12. Letzte minus 1234.
2,34, danke. Na klar. Wie jetzt? Ja klar, kommt da keine Rechnung nach? Also ich hätte eine Rechnung gestellt. Kommt per Post. PayPal automatisch vom Bezahlung. Per PayPal. So, okay. Dann weiter die Kisten abräumen. Oh Gott. So viel Zeug noch drin. Ich meine, wir müssen mal gucken bei den ganzen Fertignahrungen, die wir so zubereiten. Die können wir tatsächlich in so einer großen Kiste lassen, denn wissen wir erstens, wenn wir sowas brauchen, wo wir suchen müssen, wenn nur noch eine Kiste da ist. Und zweitens gibt es davon natürlich so viele unterschiedliche Sachen, dass sich da so eine große Sammelkiste fast lohnt. Das macht bei den Dwarven nicht wirklich Sinn. Nur halt die ganzen anderen Sachen, vor allem die Sachen, die man in großen Mengen abbaut, die sollten halt schon alle in den Dwarven drin sein. Einfach damit man den Preis von außen sieht, was wo ist. So, du kommst da rein und du kommst da rein. Wer trinkt da gerade? Ha! Da blüht einem das Programmiererherz auf. Wir haben genau 256 Eisenbarren. Okay, minus 12, 1234 erreicht. Uiuiui, jetzt muss ich mich nach oben graben. Hast du die Leiter nicht mehr gefunden? Wenn du diese Höhle hier siehst, verstehst du mich. Es ist der absolut Irrsinn. Jetzt stellt sich mir die Frage, auf welcher Seite, Richtung Norden oder Süden, habe ich die Leiter angebracht? Ja, das Problem habe ich auch immer, vor allen Dingen, weil, ja, man möchte es halt immer über gleich haben und deswegen habe ich mir mal angewöhnt. Nicht diskutieren, guckt bitte nach, wenn Radar offen ist. Oh Mann, ey. Im Prinzip wäre es egal, man fällt dann nur auf die andere Leiterseite rüber, also, aber wie schon gesagt, das soll schon ordentlich sein, ne? Also die Leiter hier ganz oben ist ausgerichtet gegen, Osten. Also wenn man nach Osten schaut, hat man die Leiter direkt vor seiner Nase. Super ausgedrückt, klar verstanden, danke. Immer wieder gern. Rechnung kommt per Post. In welche Richtung war die Leiter ausgerichtet? Wie bitte? In welche Richtung war die Leiter ausgerichtet? Wenn du nach Osten guckst, hast du sie vor deiner Nase. So, und jetzt der andere Spruch noch dazu, danke. Die Rechnung kommt dann per Post. Nee, immer wieder gern. Deswegen habe ich nochmal gefragt. Ach so. Warum hängt eigentlich überall Laub in den Höhlen rum? Hat dich jemand Langeweile gehabt? Oder kann man daran rumlaufen? Nee, macht das. Das war unser Koch. Okay. Hm.
Es ist ja schon positiv, dass jemand wirklich weiß, wie man auf der Karte Osten nimmt. Meinst du jetzt, weil es hier mal Englisch steht, oder wie? Nee, weil die meisten Main-Tisch-Spieler das nicht mehr in der Natur mehr kennen. Ach so. Ja gut. Wobei ich dazu sagen muss, diese Debugging-Information habe ich ja meistens gar nicht on, sondern ich orientiere mich meistens immer danach, in welche Richtung sich die Wolken bewegen und gucke danach, halt orientiere mich halt danach. Weil, ja, Debugging-Information, da sieht man ja auch, wo man ist, an der Position her, und das lässt mein Survival-Stolz nicht zu, dass ich genau weiß, wo ich hinlaufen muss. Man muss sich schon selber durchschlagen durch die Natur. Also Wolken herkommen mag stimmen, aber da muss man aufpassen. Besser war im Wald, Moos ist eher auf der West- oder Nordseite. Ja, ich meine, hier auch in der Mindtest-Welt. Hier kann man sich schlecht an Moos orientieren. Ach so, ja. Ein kurzer, vielleicht lustiger. Ich bin ja hier viel Fahrrad gefahren und habe die Gegend erkundet ohne Karten. Ja, und dann ist mir mal was passiert. Ich bin falsch gefahren. Gute 30 Kilometer in die falsche Himmelsrichtung. Weil ich habe mich nach der Sonne und den Schatten der elektrischen Betonmasten orientiert. Und weil wir hier südlich des nördlichen Wendekreises sind, ist der Schatten hier dann im Süden. Ah, ja klar, das ist dumm gelaufen. Das ist tatsächlich richtig. Jetzt bin ich komplett confused. Was habe ich denn? Was wollte ich denn gerade machen? Irgendwie heute mein Hirn komplett so. Ich brauche für jeden einzelnen Schritt brauche ich heute ewig. Das Wetter mag mich nicht. So, also das ist Kramkiste, die kommt zum Schluss. Das ist die Nahrungskiste, die bleibt erstmal stehen. Und hier ist noch eine Rüstung und Werkzeuge. Die bleibt auch hier, weil Werkzeuge kann man nicht in eine Dwarva-Kiste reintun. Gut, dann bleibt also noch die Kramkiste übrig. Okay. Gut, erstmal die Mineralien einschmelzen. Übrigens habe ich jetzt so gemacht bei den Dwarven, wenn man irgendwelche Sachen hat, die man aus Holz macht, also zum Beispiel wenn man jetzt Stairs baut, dann habe ich nicht die Stairs, die übrig geblieben sind, in die Dwarven reingepackt, sondern ich habe aus den Stairs wieder normale Blöcke gemacht. Da hat man dann mehr Übersicht und ja. Sonst bräuchte man für Stairs und Slabs und diese ganzen Dinger auch wieder extra Dwarven. Das macht das Ganze dann nur unnötig, unübersichtlich. Deswegen lieber einfach direkt wieder Blöcke draus machen. Dann kann man daraus, wenn man wieder Stairs braucht, dann einfach wieder Stairs bauen. Man hat ja dabei keine Verluste. Easy. Ich fürchte, wenn ich mal wieder ans Tageslicht komme, kenne ich nichts wieder. So viel hat sich noch nicht verändert. Eben. Im Gegenteil, du findest dich sogar besser zurecht, weil eben durch die ganzen Dwarven sieht man jetzt direkt, wo was ist. Vor allem ist es ja auch so grob in Gruppen eingeteilt. Da sind Nahrungsmittel, da sind Pflanzen, da ist alles, was mit Holz zu tun hat, also mit Bäumen und so weiter und so fort. Von daher. Ah, ja. Jo, hier, ich bin mitten in einem Tunnel, um mich herum Stein und trotzdem werde ich beschossen. Tja, Monster haben halt auch schon Röntgenblick? Oh Gott, wie spricht man das Wort aus? Alles eingeschmolzen? Sehr schön. Dann ab in die Kisten damit. Der Moment, wenn man echt 3 Sekunden lang vor einer Kiste steht und überlegt, ob man was dazu packt, weil man die Zahl 256 damit zerstören würde.
Ach ja. So. Und dieser nette Herr mit seinen Feuerbällen hat doch nicht mal was troffen lassen. Leute. Ah, ich habe die vorhin angesprochene Pilzkiste gefunden. Ein roter Pilz war noch drin. Na, immerhin. So. Ich habe jetzt gewaltig Stockungen gerade. Ich werde wohl neu einsteigen müssen. Okay. Hat eben aber auch gehabt. Willst du mich jetzt hier verarschen? Ja. Bedingt. Ja, ich muss das definitiv mit diesen, dass Entities in den Blöcken gespeichert werden, echt komplett rausnehmen. Das ist doch echt ganz schön verbuggt. Hab gerade einen Dwarver abgebaut. Diese vier Flächen vorne, wo die man praktisch anklickt, um da Sachen reinzupacken, sind aber da geblieben. Jetzt hat er die Sachen praktisch, die normalerweise in den Dwarver reinkommen, weil der Dwarver ja gar nicht mehr da war, in der Luft platziert. Und als ich sie aus der Luft wieder rausnehmen wollte, sind die einfach verschwunden. Ja, das war eben dieser Lackmoment. Ich habe nämlich auch, ich habe Fackeln gebaut und am Ende wusste ich nicht mehr, wo eigentlich jetzt die Stöcke, die Kohle und die Fackeln stecken. Die haben ständig gewechselt. Das Problem war aber, das war gerade abseits vom Lag, weil bei mir hat gerade überhaupt nicht gelaggt, sondern die Flächen, die bleiben einfach wirklich so lange da, bis man sie manuell abbaut. Das scheint also... Okay. Das scheint also echt mit diesen, dass Blöcke innerhalb dieses, dass diese Entities gespeichert werden. Und wenn man praktisch aus dem Block rausgeht und wieder reingeht, sind die gespeichert sind, da. Und der Dwarver erstellt selber sie wieder neue. Man hat also an einer Stelle zwei Entities. Und wenn man den Dwarver abbaut, entfernt er nur die Entities, die er in dem Moment selber auch wieder gesetzt hatte. Und die anderen bleiben als Ungenutzte davor stehen. Ich hoffe mal, man weiß gerade, was ich so gedacht habe. Wenn du mein Gesicht sehen könntest, wüsstest du die Antwort. Mist, jetzt sind die ganzen schönen Dwarven weg. Ach, Menno. Na gut, Folge ist sowieso vorbei, dann würde ich mal sorgen. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für das Treffen und das spaßige Zusammensein. Immer wieder gern. So, ja, ansonsten werde ich denn jetzt. Was mache ich denn hier? Wie gesagt, diese Funktion, dass Blöcke gespeichert werden, sobald man aus dem Bereich rausgeht, werde ich wieder entfernen. Kann also durchaus sein, dass ich dann gleich als Walker-Konsole sage mit Server-Neustart, wenn ihr bis da noch drin sein solltet. Jo. Ah, ich glaube, für heute haben wir genug. Bei dem Wetter definitiv ja. Ich mache auch gleich wieder Fenster auf und so, ist ja echt warm drin. Gut, in dem Sinne. Auf jeden Fall, Fenster mache ich dann auch wieder auf und würde dann jetzt auch, was haben wir? Ja, 2 Stunden 40 Minuten nehme ich. Ja, genau. Reicht erstmal für eine Weile. Wie gesagt, nächste Woche, nächste und übernächste Woche werde ich wahrscheinlich nicht kommen können, weil da ist erstmal Doom Sigil wieder dran, ne? Und dann mal weiterschauen. Jo. In dem Sinne erstmal schau mit V, alles andere können wir denn ja über den Forum-Chat besprechen. Jo, tschüss. Auf jeden Fall.